Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mount & Blade Warband. Und wie versprochen, fangen wir das Ganze erstmal mit einem kleinen Turnier an. Da machen wir doch mit. Ja, ich weiß, ich brauche das Geld gar nicht mehr, aber ich wette trotzdem ganz gern auf mich. Und Teilnehmerzahl. Gibt sogar einen Profikämpfer dabei, alles andere ist eher Larifari oder unser Gefolge. Jo, dann versuchen wir es doch mal. Na toll, und wieder ein Bogen. Als wenn er nicht genau wüsste, Bogen bin ich schlecht. Ah. Sehr gut. Unsere Truppe kämpft mit. Das ist schon mal viel wert. So, den Rest machen wir mit dem Bogen. Das sollten wir eigentlich auch mal üben. Ja, sehr schön. Wir haben uns schon mal als nützlich erwiesen für unsere eigene Mannschaft. Ja, ihn hat es vom Pferd geholt, weil das andere Pferd verprügelt wurde. Aber 2 zu 1 sollten wir machen können. Und jetzt kommen noch drei weitere Reiter dazu. Da kümmere ich mich schon gar nicht mehr drum. Ein schöner Sieg. Sind auch nicht allzu viele von unseren Gefolgen rausgeflogen. Nur ein paar. Na gut, Schaden mache ich, das ist, hilft aber nichts. Man muss den Feind bezwingen. Ja, du kannst dich gleich mal mit jemand anderem prügeln. Ich bin nicht dafür da, gegen Fußsoldaten mit guter Nahkampfwaffe zu kämpfen. So, sehr schön. Guter Treffer. Ach verdammt, jetzt kriege ich so richtig Haue. Au, 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 au. Hört doch mal auf, ihr könnt doch nicht eine Dame schlagen. Ich bin eine Lady, verdammt. Weg, du Bauernpack. Ich bin eine Lady. So. Okay, du bist auch eine Lady, hast gewonnen. Ha! Komm, noch einen Schritt näher. Oh, das war schlecht. Okay, super. Kleti. Oh, entschuldige, Kleti. Aber ich will das Turnier selbst gewinnen. So, gut zu sehen, dass wir besser werden mit dem Bogen. Auch ab und zu mal was Ordentliches treffen. Ja, der sitzt natürlich jetzt fest. Sein Pferd kann sich nicht bewegen, weil die anderen Pferde es festklemmen. Peinlich ist, ich verfehle immer noch. Ha! Sehr schön. Das Kuscheln auf der Weide, oder im Stall in diesem Fall. Ja, endlich. Netten wir noch mal. Teilnehmer sind noch zwei von unseren Vasallen dabei. Und wir haben endlich eine andere Waffe.
Sehr schön, es läuft. Komm, mein Freund, komm etwas näher. Danke. Aber das können die jetzt selber machen. Und da ist noch einer, den habe ich vollkommen übersehen. So. Feierabend, Emma. Ah, die Teilnehmerzahl reduziert sich weiter. Und wir kriegen wieder eine ordentliche Bewaffnung. Oh, ich bin richtig fröhlich über sowas. Tja, das haben wir geschafft. Sehr gut. Ich glaube, ich bin jetzt im Halbfinale. Richtig. So, wer kämpft denn mit mir? Immer dafür sorgen, dass der eigene Mitarbeiter bzw. Mitstreiter geschützt bleibt. Wenn er mir jetzt auch noch helfen würde, würde er sich als teamfähig beweisen. Gut, Elite-Kämpfer weg. Rückwärtspferd, sehr schön. Vorwärts. So. Artimänner war unser letzter Gegner. Und ich kämpfe gegen irgendeinen Veteran. Na gut, er war nur Veteran. Das erklärt, warum er nicht so gut mitgearbeitet hat als Team. Dafür muss ich ihn jetzt vom Pferd boxen. Seine einzige Chance ist, weit genug von mir wegzukommen, weil sonst passiert das. Also bitte, Oinkalia, das ist nicht so weit. Na endlich, geht doch. Sehr schön. Ein glorreicher Sieg im Turnier und natürlich gibt es natürlich immer ein bisschen mehr Ansehen beim Volk. Und Ansehen ist toll. Habe ich eigentlich das ganze Inventar raus? Nein, habe ich nicht. Na ja, klar. So. Einmal Marktplatz aufsuchen, alte Waffen loswerden. So, sehr schön. Das Geld hat er ja. Der Händler. Drei kleine Lücken habe ich hier drin. Die möchte ich mal ein bisschen ausfüllen. Jetzt ist weg. Zum Tageswechsel. So, und jetzt wollen wir noch die Burg hier ein bisschen belämmern. Kommt raus, wo immer ihr steckt. Los, zeigt euch, Feiglinge. Ja, der hat ordentlich rekrutiert in der letzten Zeit. Sind unsere Truppen eigentlich auch mal irgendwann besser geworden? Nein, seit dem letzten Mal nicht. Vielleicht kann ich nochmal in deren Hauptburg, ist das ja im Moment bei da der König wohnt, vielleicht kann ich da ja ein bisschen Unruhe stiften. Nee, der König ist woanders. Erzähl mir mal bitte irgendeiner, wo er sich genau aufhält. Ah, vielleicht da. Stimmt, die hatte ich mir auch noch offen gelassen als finalen Gegner. Na gut, dann. Ja gut, dann habe ich ja gar keine Probleme. Dann brauche ich mich damit auch erstmal nicht herumzuquälen.
Und wieder mehr Geld. Gut. Sehr, sehr schön. Und hier ist keiner mehr. Das ist also die ideale Lösung. Der Feind ist draußen. Ich kann dieses Bürglein angreifen. Wie stark ist der Gegner? Viele, viele gut ausgebildete Soldaten. Ja, ich habe wieder meine Meinung geändert. Das passiert bei mir leider etwas öfters. Seht ihr? Seid doch mal so freundlich und ruf die Vasallen zusammen. So, wir warten jetzt darauf, dass unsere Vasallen hierher kommen, sich uns anschließen. Es sind sogar gleich ein paar unterwegs. Und dann werden wir in dieser Folge tatsächlich noch diese Burg angreifen. Ja, das müsste reichen für den Anfang. Danach, mit der nächsten Truppe, werden wir da hinten die Burg angreifen. Den Befehlshaber ganz kurz noch informieren. Du darfst noch aufgeben. Möchte nicht. Bereiten wir nochmal die Mauern, die Leitern vor für die Mauern. 4 Stunden. nein, die Burg möchte ich haben, bevor ich Frieden mit euch machen würde. Ein Befehlshaber kriegt jetzt nochmal die Chance. Will sich auch nicht ergeben. Gut. Sei es so. Wir schicken unsere Soldaten in den Angriff. Noch ein paar Meter mehr. So. Hier dürfen meine Fernkämpfer stehen. Mit mir zusammen. Leute wie den da oben erschießen. Ungefähr so. Das ist jetzt gebückt. Ich habe es nicht gesehen wegen dem Wappen, das mir von den Augen rumflimmerte. Da schieße ich zu tief. Schieße ich etwa in die Mauer? Wäre ja blöd. Ha! Och nö, ich treffe wirklich gar nichts. Ah, ich werde besser. Ach, dein Fehler war es, stehen zu bleiben. Und du? Du stehst auch da hinten rum und lässt dich erschießen, was? Naja. Nein, tut er nicht. Er hat sich zumindest wegbewegt. Sag mal, Alter. Ach, du bist Laserlied. Na gut, du darfst. So, ich muss mal hinten diese Treppentrolle niedermachen. Oh, das war der erste Treffer. Jetzt kommt noch einer. Sehr gut. Unsere Verstärkung rückt an. Wieder ein kleiner positiver Effekt. Sehr gut. Dauert einfach ewig, diese Leute hier niederzuringen. Sehr gut, wieder einer vernichtet. Schön.
Und du hast kein Schild. Selber schuld. Na gut, du hast dein Schild weggemacht. Auch ein Fehler. Aber was es doch für ein Unterschied ist, wenn man mit ausgebildeten Soldaten in den Kampf zieht. Dann wird doch mal der Feind besiegt und nicht immer nur die eigenen Leute. Oh, noch einmal. Einmal Freunde, noch einmal stürmt. Ha, erwischt. Sehr gut. Können nicht mehr allzu viele sein. Aber trotzdem muss ich erst die ganze Treppe rauf, um es auf deiner Seite wieder runterzulaufen. Sieg! Sieg auf ganzer Linie. Ja, es ist völlig in Ordnung. Dann holen wir uns noch ein paar Gefangene mit. Die sind sogar richtig was wert. Nordveteran natürlich. Nordkrieger natürlich. Ach, holen wir uns den Schwertkämpfer mit. Auf jeden Fall die Rodok-Leute. Armbrustschützen. Den Fußsoldaten. Ihn und Karawanenwache. Ach, geht nicht mehr. Oh, noch besser. Kann ich hier noch meine Leute ein bisschen trainieren. Auszeichnen mit einem neuen Rang. Wundervoll, eine gut funktionierende Armee. Oh ne, komm, das da bleibt wahr, wo es ist. Die anderen beiden Sachen sind wenigstens was wert. Die nehme ich mit. So, wer hat noch nichts? Burg, Lehen, kein Lehen hat Rudin. Knudder und Turigor. Komm, Turigor. Der ist sowieso schon immer begeistert gewesen von uns, jetzt noch viel, viel mehr. Ja. Da unsere Armeezahl ausreicht, können wir auch gleich mal hier vorne ein bisschen Stress schieben. Vielleicht haben die aber auch schon die Burg verlassen. Und wir können hier die Burg... Ah ne, hier haben sie sich gesammelt. Hier? Na, du gehst zur Konkurrenz. Etwas mehr als 200 Soldaten vom Feind gegen 300, 400, boah, 500 Soldaten von uns. Das ist mir doch glatt eine Belagerung wert. Vielleicht ist er ja gewillt, diese hoffnungslose Situation fahren zu lassen. Nein, er ist es nicht. Verdammt, einen ganzen Belagerungsturm brauchen wir für diese Burg. Aber wir kriegen noch ein paar Verstärkungstruppen. Sehr schön. Und es werden mehr. Hohoho. Der eine hat sich wieder verabschiedet, der hat nicht genug Geduld. Beziehungsweise nicht genug Nahrung dabei. Was soll's, er kann ja das Umfeld sondieren. Okay, örtlicher Würdenträger von den Nord beansprucht. Und gut, das geht uns nichts an, das ist irgendwas zwischen dem Sultanat und den Nord. 700 Leute hat er dabei. Da ist doch irgendwas schief gegangen. Würde ich hier Ewigkeiten an dem rumschnitzeln, bis der endlich vom Sattel fällt. Gut, wir versuchen nochmal den Burgbesetzer hier zur Vernunft zu bringen, aber er will nicht. Dann muss es eben mit Gewalt gehen.
schnell mal die Bogenschützen aussuchen. Die können sich hier herstellen. Wir werden sie Sachen sowieso nochmal neu positionieren. Denn sie laufen einfach los, sobald der Turm das Ziel erreicht hat. Au. So, Freunde, das geht ganz anders. Ihr müsst nach vorne. Ich bin General. Ich stehe nicht immer in der ersten Reihe. Ich kann euch zwar ein bisschen die ersten Reihe begleiten, aber im Endeffekt muss ich ja noch da bleiben, um die Kommandos zu geben. Und die Übersicht zu wahren. Sehr schön. Und wieder ein Feind weniger. Verdammt. Verdammt, komm raus. Ach man. Na gut, dann schieße ich auf jemand anders. Jemand, der auf mich schießt zum Beispiel. So. Ha. Komm da nicht durch. So viele Schilde. Oh, wieder einer weg. Im Ernst. Hat er den Pfeil kommen sehen? Nee, er hat nur auf die Heraufstürmenden reagiert. So, und ich wollte euch doch wieder hier haben. Daran denken, Fernkämpfer haben auf dem Turm nichts zu suchen. Die haben damit zu tun, den Feind von hier unten zu behaken. Ja, davon aus, dass er tot ist. Ah, toll. Wir haben schon so viele verloren, dass jetzt schon die Verstärkungstruppen anrücken. Könnt ihr die Stellung beziehen, Freunde? Danke. Und zur Not vielleicht noch die Nahkämpfer durchlassen. Nur so zum Versuch. Das gute Gefühl. Endlich. Positionierung gelungen. Wir können weiterkämpfen. Hm. Neue Feinde sind eingetroffen. Das heißt, die ersten 30 Mann haben wir weggemacht. Fehlen ja nur noch 170. Das Problem ist, das Ganze geht so ein bisschen nach hinten los. Wir verlieren mehr, als dass wir niederringen. Ich habe nicht getroffen. Jetzt aber. Sehr gut. So, wieder einer weg. Oh, haha. Ich schieße auf Tote. Das ist vielleicht auch nicht so das Cleverste. Ja, wo hat sich der Feind versammelt? Wahrscheinlich schussgewaltig hier unten im Hof. Wo ich mal wieder recht habe. Ach komm, den musst du jetzt nicht verfehlen. Nicht extra wegen dem. So, sehr gut.
Ja, sehr schön. Ich hole jetzt mal die ganzen Fernkämpfer hier hoch. Können sich ja dann auch damit mal beschäftigen, wie man den Feind da unten besiegen kann. Ohne dass man ständig in die Schutzzäune schießt, so wie ich es mache. Okay. Ah, sehr gut. Lass mich mal kurz auf die Seite. Vielleicht kann ich von dem Winkel wesentlich einfacher den Feind besiegen. So zum Beispiel. Ach, komm schon. Er kann doch nicht jeden Pfeil treffen, verdammt. Ah, unsere Verstärkung kommt. Gott sei Dank. Die können dann auch gleich die Treppen runterlaufen und unten die Bogenschützen mit Schlägen eindecken. So, einer. Oh, die wollen wirklich jetzt in die Offensive gehen. Ah, da kann man einfach in die Menge schießen. Das ist auch nicht schlecht. Irgendwann fällt einer um, so wie jetzt. Da der nächste. Roll. Einer. Das ist gar nicht gefallen, aber der jetzt auch nicht. Jetzt aber. Ja, endlich wieder einer besiegt. Gut ist, sie haben ganz vor sich andere Ziele. Die werden jetzt nicht nach hinten schießen auf irgendeinen Typen, der auf der Mauer steht. Wenn sie direkt vor sich einen Feind haben, der ihn ans Leder will. Ich kann also beruhigt aufschießen. Jetzt mindestens schon die dritte Verstärkung, oder? Dritte Verstärkung bedeutet, oh ja. Ich glaube, ich krieg auch kaum mehr Verstärkung. Das da wird wahrscheinlich auch meine letzte sein. Wie kommst du da oben hin? Ach, jetzt Jungs. Jungs. Helft mir doch mal. Ach Mensch, wer war das denn jetzt? Ach, der da. Ah. Wie viel haben wir denn besiegt? Das ist ja die wichtigste Frage hier. 130. Ah, ja. Gut, zurück. Belagerung kurz abbrechen. Wir werden jetzt erstmal die Wunden versorgen, die ersten Leute wieder ihrem neuen Rang zuordnen. Und dann werden wir in der nächsten Folge, in dieser mache ich es nicht mehr, noch einmal die Belagerung ansetzen. Und sehr wahrscheinlich diese Burg uns aneignen. Also, bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.